Yo Leute, ich begrüße euch zurück zu Alien vs. Predator. Ich bin gerade ins Spiel und habe gesehen, wir sind perfekt an unserem Speicherpunkt und ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Ich habe jetzt eben Titanfall die ganze Zeit gespielt. Und ich muss sagen, ich habe... Hier liegen auch tote Aliens, okay. Ich muss sagen, ich habe arge Connection-Probleme. Das habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Ich weiß nicht. Shit, Mann. Wow, da sind zwei. Ich weiß nicht recht, warum. Oh, drei sind da sogar. Locken wir mal da raus. Hä, wo hat er mich gesehen, bitte? Wartet mal. Wir nehmen mal. Hä, wo ist denn diese Mine? Da ist die Mine. Und, ah ja, Mitteltaste war das, ne? Und tschüss, du Arsch. Alter. Du Made. Was habe ich erreicht? Da den. Ach, das war auch eine Frau. Ups, ups. Ups, das Bein ist ja abgegangen. Was ist denn da passiert? Ja, so ist das. War hier nicht. Hier war doch irgendwo ein Generator. Da vorne. Ach, hier ist noch. Ah, Geschützsteuerung. Das ist natürlich auch praktisch. Ich wüsste zwar jetzt nicht, wo das Geschütz ist, aber ich kann es mir ja denken. In einem dieser Räume. Erstmal wieder unsichtbar machen, das ist ja wohl das Wichtigste. Hier geht's nach oben. Ich renn mal kurz. Da unten sind Sachen. Ich glaube, das da hinten ist eine Trophy. Da gehen wir gleich hin. Da oben. Da oben kamen wir hin. Hier kamen wir nicht lang. Okay. Dann gehen wir erstmal kurz hier die Treppe rauf. Boah, und ich höre gerade richtig laut die Schritte. Ach, ich hätte auch hier runter gehen können einfach. Ich hätte gar nicht hier runter springen müssen. Da oben ist ein Medikit. War hier gerade nicht noch was? Nee. Nur was Explosives. Rauf. Medikit holen. Oder Medikristall. Haben wir schon. Dann heilen wir uns kurz und dann holen wir uns den. So, haben wir wieder volle Scherben. Heilen. Heilen, sage ich, unsichtbar machen. Oh shit. Ich hab's überlebt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ich guck mich hier natürlich um. Weil es könnte ja sein, dass hier überall was versteckt ist. Da hinten ist zum Beispiel was. Oh, hier kommen Aliens, sehe ich gerade. Und da können wir auch direkt mal unsere neue Sicht ausprobieren. Tschüss. So, greifen. Oder so, Kopf ab. Hä? Was ist denn mit dem? Der hat gebrannt oder was? Hier. Du Arsch. So, ich glaub's ja wohl. Kommt ums Eck und will mich hier einfach angreifen. Da ist noch einer. So, ich mache mich mal wieder unsichtbar. Es kommen wahrscheinlich eh wieder Aliens. Also ich muss sagen, die Aliensicht ist schon cool. Auch wenn man den Rest dann nicht so gut erkennt. Erstmal die Geschütze ausschalten. Das ist, glaube ich, auch recht wichtig. Hier irgendwo war. Was? Hör mal. So, Double Kill. Was denn los? Da ist noch einer. Tatsächlich, die brennen. Und wenn die dann zu einem kommen, explodieren die. Sind ja abgefuckte Aliens. Geh weg! Du stinkst! Ja, Ziele.
Zeigt mir doch mal die Trophäe an, die hier irgendwo war. Ich weiß, dass hier eine ist. Die ist bestimmt versteckt irgendwo. Aber normal sieht man die ja mit dem Scanner. Deswegen, also da ist eine. Hüpfen wir erstmal hier hin. Ha! So, jetzt macht es nämlich wieder Sinn. Okay, da unten ist nämlich noch eine. Okay. Voll am Rumhüpfen hier. Die holen wir uns natürlich. Sind hier noch Aliens? Sehen tue ich gerade keine. Aber sicher ist man in dem Spiel ja sowieso nie. Hier ist scheinbar ein Schiff abgestürzt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Gab es im letzten Mal, beim letzten Part irgendwie so eine Cutscene, wo man das gesehen hat? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, da oben. Dann sollte ich doch auf das Raumschiff. Weil von hier aus kann ich dann nämlich dahin. Geht doch. Tür öffnen. Ab geht der Peter. Ich muss sagen, dieses Spiel macht wirklich Spaß. Es ist zwar recht simpel und im Grunde ist ja auch nur Abschlachten, aber trotzdem. Ah, okay, hier sind Gegner. Ach, das hier ist, das hier ist da, wo wir als Alien rumgelatscht sind und die ganzen Professoren klar gemacht haben. Aber hier sind es Menschen, sehe ich gerade. Schick den mal dahin. Vielleicht kann ich ja dann von hier aus agieren. Ich guck gerade mal, ist hier vielleicht noch irgendwo einer? Scheinbar nicht. Aliens sehe ich auch keine. Das ist bis jetzt schon mal sehr schön. Ich könnte den jetzt natürlich ganz einfach mit diesem... Ui, hier liegt viel rum. Ich könnte den jetzt natürlich ganz einfach mit dem Wurfdings da töten, aber ich pack mir den lieber so. Ist lautlos. Da hinten ist jetzt noch der Typ mit dem Flammenwerfer. Den lock ich mal hier hin. Dann gehe ich hier rauf. Was haben wir denn hier überall rumliegen? Das wird alles nicht markiert. Trophies sind hier auch nicht zu sehen, direkt jedenfalls. Aber wir gucken uns natürlich um, weil da hinten sehe ich zum Beispiel eine. Da ist eine markiert, also Minimum eine gibt's immer. Den könnten wir jetzt, ja, den können wir angreifen und direkt so töten. Aua. Haben wir ja auch noch nicht oft gemacht. Die von vorne getötet. Ich glaube, die Menschen haben keine Finisher. Ich guck gerade mal, was hier noch auf uns wartet. Hier ist schon mal nichts mehr. Ich dachte, hier könnte man vielleicht was kaputt machen. Menschen, okay, da sind welche. Zwei Stück sogar. Die könnten wir jetzt natürlich mit einer Mine ausschalten. Oh, die kommen hier rauf. Hä, wo ist denn der eine? Da. Kann ich den nicht ablenken? Den kann ich auch nicht ablenken. Kann es sein, dass die glauben, dass ich hier bin? Tatsächlich. Den schicke ich mal dahin. Und den greife ich gleich einfach an. Obwohl. Ich töte den einfach so. Das ist ja genauso verstecktes Töten. Und dann kommt der dran. Ha, ganz einfach. Schnell unsichtbar gemacht, weil wir wollen ja nicht entdeckt werden. Da unten ist die Trophy. Hier habe ich doch gerade einen gehört. Ich
Hier sind. Hier ist, muss irgendwo die Trophy sein. Ah, hier vorne. Okay. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ich gehe mal nochmal nach oben. Vielleicht können wir. Ah, von hier. Da haben wir es. Geht doch. Da drüben ist er noch einer. Oh, da unten ist auch noch eine. Da sind drei insgesamt. Das ist natürlich jetzt nicht so wenig. Da oben ist noch eine Trophy. Her damit. Ist hier vielleicht... Ne, hier ist ein Generator. Den können wir jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen. Den schicke ich einfach mal... Hier hin. Da muss er nämlich ein ganzes Stück laufen. Dann könnte ich jetzt theoretisch hier hin. Und dann kann ich die auch ablenken? Nein. Okay, habe ich. Wenn ich Glück habe, sieht die mich jetzt nicht. Okay. Wenn der Typ jetzt nämlich da oben ist, könnte man eigentlich packen. Wo ist er denn? Nein, nicht sichtbar machen. Bist du krank? Ich gehe mal lieber hier rauf. Das ist ein Ticken sicherer. Okay, dahin. Da unten ist jetzt einer, aber... Oder eine, eher gesagt. Was ist das? Da liegt irgendwas. Kopf oder so, glaube ich. Hm. Braucht er vielleicht extrem lange, um dahin zu kommen? Das kann natürlich auch sein. Ah, da ist er. Ach Gott, der ist jetzt einmal hier rumgegangen, um jetzt hier rauf zu gehen, oder wie? Steht das richtig? Und tschüss. Das hätten wir also auch erledigt. Dann kümmern wir uns jetzt um die Frau. Dann ist ja auch schon fast der Part wieder vorbei. Die locken wir einfach nur noch ein bisschen nach vorne. Dann können wir die nämlich besser töten. Ah, hier vorne ist Wasser. Ach komm, wir springen die einfach an und dann packen wir uns die so. Wiedersehen. Boah, bist du eine hässliche eigentlich, ey. So, Schalter, interagieren. Was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Will ich's wissen? Ist vielleicht die wichtigere Frage. Ich guck gerade mal, ob hier noch was ist, aber hier ging es ja zu den verschiedenen Alien-Schaltern. Ich gehe mal kurz hier rauf, weil hier war ja noch... Da war er nämlich. Nein, scheiße. Egal, hüpfen wir hier rauf. Hier war ja noch ein Schalter. Den betätigen wir einfach auch mal. Oh, da ist noch ein Typ. Scheiße. Tschüss, Junge. Beide Beine ab. Was ist denn los? Okay. Ach, wie geil. Wenn wir die Scheibe werfen, bleiben wir unsichtbar. Das sagt er mir jetzt. Okay, jetzt sind hier Aliens. Also das war das Symbol von einem Alien. Von diesem Head-Viech da. Ich weiß jetzt gerade nicht. Auf Englisch heißen die irgendwas mit Head. Ich glaube, die haben auch gar keinen deutschen Namen. Einen Schalter brauchen wir noch. Da ist Leben. Generatoren. Hm. Das da unten haben wir ja jetzt betätigt. Mist. Okay, dann gehen wir nochmal hier hin. Ist hier vielleicht was? Hier ist noch Leben. Brauchen wir allerdings auch nicht. Huch. Der fällt aber auch einfach irgendwo runter. Hier ist ein toter Professor. Der tote Professor. So. Ach, hier haben wir angefangen. Stimmt. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir jetzt hier sind, weil dann können wir... Hä? Mit E in... Aha, guckt mal an.
Hier war direkt der erste. Wellen? Okay. Kein Plan. Da sind die Alien-Schalter. Die muss ich jetzt nicht betätigen. Habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt frage ich mich aber gerade, was muss ich denn jetzt noch machen? Ach, da komme ich ja nur mit dem Sprung hoch. Gibt es noch einen Schalter bei den Predators? Die haben auch für alles eine Extrawurst. Das ist unglaublich. Und wir haben schon wieder überzogen, sehe ich gerade. Ich hüpfe mal nochmal hier rauf. Und dann hier hin. Und dann gehen wir einfach in der nächsten Folge nochmal diesen ganzen Spaß hier ab. Bis dahin und haut rein. Für noch mehr Alien vs. Predator musst du nur aufs Video klicken und du kommst zu meiner Playlist.